Das hündische Herz Ich hörte Schritte. Nun horchten sie beide, aber im Korridor blieb es still. Ich habe mich verhört, sagte Philipp Philippowitsch und fing an, erhitzt Latein zu sprechen. Im erleuchteten Viereck des Korridors stand im bloßen Nachtkleid Darja Petrowna mit kämpferischem Flammengesicht. Die gewaltigen Hände Daria Petrownas schleppten etwas und dieses etwas sperrte sich, setzte sich auf den Hintern und ließ seine kleinen mit schwarzem Flaum bewachsenen Beine am Boden schleifen. Natürlich war dieses etwas Lumpikow, durch und durch verwirrt, noch immer stockblau, völlig zerzaust und nur im Hemd. Daria Petrowna überwältigend nackt Fängte lumpikow wie einen sack kartoffeln und sprach dazu folgende worte bitte sehr herr professor darf ich vorstellen unser nächtlicher besucher polygraf polygrafowitsch ich war mal verheiratet aber sina ist noch ein unschuldiges mädchen gut dass ich rechtzeitig aufgewacht bin baumenthal schob die ärmel noch höher und schritt direkt auf lumpikow zu Doktor, was tun Sie da? Halt, ich verbiete es Ihnen. Bormenthal schnappte Lumpikow mit der rechten Hand am Schlafittchen und schüttelte ihn so kräftig durch, dass vorne am Hemd der Stoff zerriss. Sie haben kein Recht zu hauen, schrie der halbgedrosselte Lumpikow, sank auf den Hintern, kam langsam zu sich. Doktor, brüllte Philipp Philippowitsch. Also gut jetzt. »Wollen wir einmal bis morgen warten? Wenn er nüchtern ist, verpasse ich ihm eine ordentliche Lektion.« Er fasste Lumpikow unter die Arme und schleppte ihn ins Wartezimmer zum Schlafen.